Allegra, ihr Lieben, hier ist wieder eure Carmen Haselwander und es freut mich, dass ich euch allen hier zu dem zweiten Interview der Akademie für grenzenlose Entwicklung einladen darf. Ja, und ich habe eine wunderbare Person hier zu dieser Interviewreihe eingeladen und zwar die Nicole Fuchs. Nicole, it's your stage. Wer bist du? Stell dich uns bitte vor. Schön, dass ich dabei bin. Danke vielmals, Carmen, für die Einladung. Ja, wer bin ich? Ich bin weit über die Hälfte vom Leben angekommen und arbeite als Trainerin und als Coach in Niederhasli mit einer eigenen Praxis und bin seit Neuem auch dabei an dieser Akademie für grenzenlose Entwicklung, da dafür mitzuwirken und freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Sehr schön, ja, ein ganz spannendes Thema. Schon allein der Name grenzenlose Entwicklung zeigt ja auch schon sehr viel. Und eines der Themen, dem sich ja die Akademie ja widmet, ist ja Wandel als Chance. Da habt ihr ja auch einen eigenen Workshop kreiert. Aber erzähl mal, wie siehst denn du den Wandel? Was bedeutet das für dich? Ich habe selber an mir in meinem Leben herausgefunden, dass halt jeder Wechsel ganz viel Neues bringt und auch neue Chancen bietet. Und ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die ich weitergeben will, dass es so die ersten schlechten Gefühle gibt, zu überwinden und herzuschauen, was kann es denn mir an Neuem bringen? Wo ist vielleicht etwas nicht offen gewesen? Wo hat es neue Möglichkeiten für mich? Wo kann ich wachsen drin? Wo finde ich neue Sachen in meinem Leben, wo mir Türen aufmachen, wo neue Chancen bringen? Die Geschichte, jetzt, das finde ich spannend. Was hast du denn so ein Beispiel aus deinem Leben, was du jetzt gerade mit den Menschen teilen möchtest, wo der Wandel für dich eben ja, sich als Chance gezeigt hat, so im Nachhinein gesehen? Ich denke, da gibt es ganz viel, wo man jetzt eben genau mit dem Zurückschauen auch überhaupt erst erkennt, weil sonst ist es einfach passiert. Und ich denke, eines der wichtigen Geschichten war in meiner Jugend, wo ich entschieden habe, eigentlich damals aus dem Kreis der Familie raus, aber am Schluss doch eine sehr lebensbejahende Entscheidung war, dass ich nicht mehr in dieser Opferrolle bin und mich so dem Treiben hingebe, sondern dass ich aufstehe und für mich einstehe und auch getraue mir zu sagen, wer bin ich eigentlich oder was will ich von dem Leben. Das hat schon ganz früh dort angefangen. Und jetzt natürlich in der Ablösung von meinen Kindern, also wenn sie ihren eigenen Weg gehen, nicht die Heiz zu versuchen und ich bin jetzt die Ärmste, wo da irgendwo nicht mehr gefragt ist, sondern die Chance zu packen und zu sagen, hey, was bietet mir denn die Zeit jetzt? Wo darf ich jetzt vielleicht auch ganz meinen eigenen Weg gehen? Ja, du sprichst natürlich ein ganz starkes Thema an. Es gibt ja sehr, sehr viele Frauen, die ja als Facility Manager wahrlich in ihren Familien über Jahrzehnte lang ja wirklich da eine ganz wichtige Rolle einnahmen. Und wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, dann passiert ja zumeist, dass dieser Wandel eben von Mutterrolle eben dann plötzlich in das Ich gerade als Frau, ja, sie dann etwas in die Leere fallen. Hast du denn da einen Tipp für all diese Damen? Und ja, es gibt ja auch Herren, die ja diese Rolle einnehmen, aber hast du da vielleicht den einen oder anderen Tipp gerade so? Ja, eben, ich denke wirklich, das bewusste Fokussieren auf das, was kann es mir bringen. Also wirklich aussteigen, bewusst entscheiden. Ich lasse die Gefühle, die sich da übermannen, lasse ich sie. Ich lasse die zwar wirklich da sein, sie dürfen sich zeigen, man darf einmal traurig sein. Aber dann wirklich Abstand nehmen und sagen, so, jetzt habe ich eben 5 Stunden frei heute. Jetzt darf ich mich um mich kümmern. Und ich glaube, der erste Schritt ist dann, sich auch etwas zu lieb tun. Für all das, was man ja geleistet hat, zu sagen, jetzt geniesse ich den Kaffee an der Sonne, jetzt gehe ich auf eine Wanderung, jetzt gehe ich schwimmen oder was auch immer. Es tut mir jetzt einfach mal gut. Und dann können neue Ideen auch wachsen. Sie können dann überhaupt entstehen, wenn es Raum gibt. Und dann kann ganz Neues, je nachdem, wie man dann seine eigenen Gedanken kreiert, kann dann etwas Neues passieren. Der Wandel als Chance, das ist ja eben eine Betrachtungsreihe. Es gibt ja sehr viele Menschen, die ja genau jetzt sagen, oh mein Gott, es passiert so viel Wandel, Corona, jetzt haben wir diese Energiekrise. Wie siehst denn du das jetzt so mit der aktuellen Situation, die uns das heute aufzeigt? Ja, mir begegnet natürlich sehr viele Leute, also jetzt so bei der Praxis oder auch meine eigenen Kinder, wo manchmal dann wie so mit diesen ganzen Mediennachrichten Mühe haben, die dann sagen, oh, alles geht kaputt oder wir haben Krieg und das und das und alles wird teurer. Und ich glaube, der Bereich, wo man verändern kann, einfach zu sehen, dass man so sagt, so meine kleine Welt, mein Tagesablauf, den ich selber darf bestimmen, der soll sich anhand von meinen Wünschen, anhand von meinen Gedanken richten. Also dort ist ja das Potenzial in erster Linie,
wo die eigene Welt so ein bisschen Platz bekommen und nicht im Aussen verlieren, in diesen Geschichten, die man im Endeffekt nicht beeinflussen kann. Wenn man ja auf die Akademie für grenzenlose Entwicklung auf deren Homepage geht, dann sieht man ja auch, dass du Meditationskurse einmal wöchentlich oder alle 2 Wochen Alle anbietest. 2 Wochen. Genau, da beginnt er ja jetzt nächstens. Wann fängt das an? Ja, das fängt nächste Woche am Genau. 6. September. Ist das sehr schmal in meiner Praxis. Es ist im kleinen Rahmen. Es ist vor allem auch für Leute geeignet, die sich nicht so auskennen auf dem Gebiet. Also auch ich habe mich am Anfang schwer getan. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist so ein spiritueller Weg, entspricht mir gar nicht. Habe aber nachher müssen merken, dass das in sich kehren, einfach so mal sich die Zeit dürfen zu nehmen, um mal ruhig werden und mal drin hinein zu spüren, was ist denn bei mir so los oder was macht es mit mir. Dass nur schon das Erkennen einfach wichtig ist. Und ich bin ja Spezialistin fürs Erkennen und fürs Entdecken von all dem, was vielleicht da ist, was man auf den ersten Blick nicht sieht. Und dann hat das ganz wichtige Bedeutung, hinter die Fassade zu sehen, hinter das Gefühl, was sich gerade so über mich legt. Oder? Eben auch der wirre Kopf, oder? Immer im Aussen, überall auf jeder Baustelle müssen agieren, sondern dann mal schauen, was ist denn in mir inne? Was macht es denn mit mir? Und dort einen ruhigen Kopf überzukommen und auch Kraft tanken, das finde ich ganz wichtig, ja. Also ideal für Menschen, die gerade mit diesem Wandel der Zeit eben Mühe haben, wo sie dann so eine Art Oase bei dir finden können, indem sie sich dann dort auch der Meditation hingeben und sich in einem, ja, in einem Ruheort befinden, nicht wahr? Genau, also wirklich wichtig, sich den Raum zu geben, die Zeit zu nehmen, mal auf sich selber zu schauen, wirklich dann auch können sagen, jetzt geht es mal nicht um alle anderen. Es geht nicht um den Chef, es geht nicht um Kind, es geht nicht um das, was in der grossen Welt passiert, sondern ich für mich will jetzt einfach mir eine Stunde gönnen. Und für die Personen ist Super. das ja. Klingt ganz, ganz toll. Was hast du denn allgemein für Tipps für Menschen, die sich eben mit dem Wandel auseinandersetzen? Möchtest du da vielleicht noch generell Tipps an die Menschen geben, die dir jetzt am Herzen liegen? Ja, ich denke, meine Hauptarbeit ist das Erkennen, wer du wirklich bist. Und das Entdecken von dem Potenzial, das möglich ist, von all dem, was auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Auch zu entdecken, warum und wieso bin ich auf der Welt? Was habe ich für Geschenke in meinem Rucksack? Was kann ich auspacken? Was wartet noch auf mich? Und manchmal auch etwas loslassen, wo halt einen bedrückt oder wo einem limitiert, wo einem einschränkt und bis jetzt da ist und sicher seine Berechtigung gehabt, aber jetzt darf ganz liebevoller Art darf von mir gehen, wenn ich darf loslassen. Wunderbar, das sind wirklich ganz, ganz schöne Worte und vor allem auch viel Weisheit ist darin. Und es zeigt einfach, liebe Zuhörer und Zuschauer, das eine ist ganz, ganz klar, ist eben der erste Schritt eben in die Veränderung beginnt eben wirklich mit der Entscheidung, etwas zu tun. Und da eignet sich eben eventuell gerade dieser 3-Tages-Workshop, den die Akademie für grenzenlose Entwicklung zwischen dem 23. und 25. September eben in Niederhasle in Zürich anbietet. Unten findet ihr noch weitere Informationen dazu. Und als Nächste natürlich würden wir uns freuen, wenn der eine oder andere sich ebenfalls hier als Interviewpartner zur Verfügung stellen möchte. Wir freuen uns in diesem Zusammenhang, ja, dich euch vorzustellen. Und in diesem Sinne kann ich und eben der Koch Nicole eines ganz klar sagen, eben lebt mit dem Wandel, denn das ist effektiv, wo die Zukunft hindenkt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und euch alles, alles Liebe da draußen. Danke, Ciao! Carmen. Tschüss, ganz einen schönen Danke Tag. für dein Dabeisein, Nico, natürlich. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss, Carmen.